Hallo! Ich möchte euch heute gerne etwas darüber erzählen, wie ich an den beruflichen Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin, was mein Werdegang ist, was ich so gemacht habe und wie ich auch herausgefunden habe, was ich eigentlich machen will. Und wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch auch, war ich in der Schule und ja, ich war überall ganz gut, aber nichts hat mir jetzt so übertrieben viel Spaß gemacht. Das heißt, ich wusste eigentlich überhaupt gar nicht, was ich machen will. Und dann bin ich, wie ich immer sage, so ein bisschen zufällig in ein duales BWL-Studium reingestolpert und habe BWL studiert und parallel in der Bank gearbeitet und habe super, super schnell gemerkt, das ist so gar nichts für mich, vor allem die Bank tatsächlich. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ja, damals habe ich noch gedacht, man müsste das tun und habe das dann 3 Jahre gemacht, habe mich da so ein bisschen durchgequält tatsächlich und habe dann im Anschluss überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter, was mache ich denn jetzt danach? Und kurz war die Überlegung, was ganz anderes zu machen, aber dann hat auch da die Vernunft gesiegt und ich dachte, naja gut, jetzt habe ich BWL studiert, was kann ich denn in dem Bereich machen? Und dann bin ich im Personalbereich gelandet. Weil es war klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte, wenn, dann irgendwie so im zwischenmenschlichen Kontakt sein. Und da war einfach der Personalbereich der Bereich, der am besten dazu passte. Dann habe ich mir dort einen Job gesucht, bin aus der Bank auf jeden Fall weggegangen und habe im Personalbereich angefangen und habe da auch ganz, ganz viele tolle Sachen gelernt. Also ich habe im Recruiting angefangen, habe also super viel mit Bewerbungen zu tun gehabt, mit Bewerbern, habe Bewerbungsgespräche geführt, habe Auszubildende begleitet, bin sehr schnell Teamleitung geworden, habe dort auch einen Trainerschein gemacht, habe also dann selber Seminare gegeben, Führungskräfte begleitet und ja, habe ganz, ganz viel gemacht und war auch eine Zeit lang da sehr, sehr zufrieden, bis ich irgendwann gemerkt habe, da fehlt noch was, so der kleine Kniff, irgendwas fehlt. Und dann kamen wieder die Gedanken, okay, was könnte ich denn stattdessen machen? Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe Bücher gelesen, habe recherchiert. Tatsächlich mit einem Ergebnis, nämlich, dass ich ziemlich frustriert nachher war, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich einfach nicht weiß, was das Richtige für mich ist. Überall steht doch, dass das alles so einfach ist. Warum weiß ich denn nicht, was ich machen soll? Und die Frustration ist gewachsen. Ich bin irgendwie überhaupt nicht weitergekommen und habe dann zum Glück jemanden gefunden, der mir geholfen hat, mit dem ich zusammengearbeitet habe über mehrere Monate. Und wir haben wirklich herausgearbeitet, was macht mich aus? Was sind meine Interessen? Was macht mir so richtig Spaß? Wo blühe ich auf? Was erfüllt mich einfach? Und Gott sei Dank habe ich diese Person gefunden und wir haben das dann zusammen erarbeitet. Und dann habe ich Schritt für Schritt für mich geguckt, okay, wie baue ich das in mein Leben ein? Wie sehen die einzelnen Schritte aus? Und habe dann angefangen, eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen, habe dann noch eine Coach-Ausbildung gemacht. Das ging über 3 Jahre und dann nochmal 1 Jahr und das war einfach ein Prozess und weil ich einfach auch über mich gelernt habe, dass mir Sicherheit sehr, sehr wichtig ist und ich tatsächlich noch 2, 3 Jahre vorher gesagt habe, auf gar keinen Fall jemals werde ich in meinem Leben selbstständig sein, war auch klar, ich bleibe erstmal in meinem Job und habe das eben nebenher aufgebaut, bin mit den Stunden weiter runtergegangen und habe die Selbstständigkeit aufgebaut, bis irgendwann der Punkt kam, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt soweit und mich dann eben komplett selbstständig gemacht habe, beziehungsweise den Job einfach dann einfach gekündigt habe. Für mich ist nach wie vor total klar, Entwicklung gehört dazu. Also ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, ich bin final angekommen und das ist der Job, den mache ich, bis ich 70 bin. Aber ich bin einfach jetzt total glücklich damit und ich werde mich weiterentwickeln und werde meinen Beruf weiterentwickeln. Und da stetig dranbleiben, weil ich gemerkt habe, das ist was, was mir wichtig ist und was für mich ein erfülltes Berufsleben ausmacht. Das ist bei jedem was anderes und letztendlich geht es einfach darum, das bei sich selbst natürlich herauszufinden. Auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt, es ist so viel mehr möglich, als man vorher denkt. Und gerade wenn man in seinem Job ist und so beschränkt ist von seinem Sichtfeld her, denkt man erstmal, oh nee, das geht alles nicht und das ist nicht möglich und das ist nicht möglich und das ist nicht möglich. Aber es ist doch deutlich mehr möglich. Natürlich nicht alles und man muss immer gucken, wie das ins eigene Leben passt. Aber das war definitiv für mich ein sehr, sehr großes Learning, dass unsere Möglichkeiten viel größer sind, als wir oft denken.